Zeit mal wieder haben, zumindest in einfacher Runde. Und wie ich bei der Tagesordnung gesagt habe, es beginnt die SPD-Fraktion und ich darf Herrn Drews bitten. Herr Oberbürgermeister, der Ausschuss für Kultur hat am 2. November 2021 beschlossen, dass der Park vor dem Dresdner Landgericht zu einem Gedenkort für die dort ermordete Marwa El-Shabini umgestaltet werden soll. Beschlossen wurde die Umbenennung des Parks, die Errichtung einer gut sichtbaren Gedenktafel inklusive Text und eine zivilgesellschaftliche Beteiligung zur Gestaltung der Parkanlagen als Gedenkort an Marwa El-Shabini. Seitdem ist leider kaum etwas passiert, lediglich die Umbenennung des Parks wurde durchgeführt. Es wurden jedoch weder eine Gedenktafel errichtet, noch der Beteiligungsprozess gestartet. In der Beschlusskontrolle vom Januar diesen Jahres heißt es, dass eine Position für die Gedenktafel gefunden wurde, und zwar, ich zitiere aus der Beschlusskontrolle, parkseitig zur Lothringer Straße in der westlichen Gehölzfläche zwischen den bereits bestehenden Sitzgelegenheiten. Da drängt sich die Frage auf, was die Verwaltung unter einer gut sichtbaren Gedenktafel versteht. In derselben Beschlusskontrolle heißt es, dass der Beteiligungsprozess abgelehnt werde, weil der Sachsenplatz eine historische Bedeutung besitze, die sich aus dem Zusammenhang mit dem Bau der Albertbrücke zwischen 1875 und 1881 ergebe. Nun reichen 30 Sekunden Recherche, um zu erfahren, dass der heutige Marwa El-Shabini-Park damals mit Gebäuden bebaut war. Der heutige Park vor dem Landgericht resultiert lediglich daraus, dass diese Gebäude nach ihrer Zerstörung 1945 nicht wieder aufgebaut worden sind. Er war also nie Teil eines historischen Ensembles. Daher bitte ich um die Beantwortung der folgenden Fragen. Stellt eine zwischen Sträuchern, Parkbänken und Mülleimern versteckte Gedenktafel für die Stadtverwaltung ein würdiges Gedenken an Marwa El-Shabini dar? Aus welchem Grund ignoriert die Stadtverwaltung den Beschluss zu einem Beteiligungsverfahren, wenn die genannte historische Herleitung so offensichtlich falsch ist? Und wann gedenkt die Stadtverwaltung, den vom Kulturausschuss getroffenen Beschluss endlich wirklich umzusetzen und für ein würdiges Gedenken an Marwa El-Shabini unter Beteiligung der Zivilgesellschaft zu sorgen? Soweit die Fragestellung und die Beantwortung übernimmt Frau Klepsch. Genau, vielen Dank. Und damit Sie auch was zum Anschauen haben, habe ich mir erlaubt, Ihnen eine Präsentation mitzubringen, beziehungsweise die Visualisierung des Realisierungsvorschlages des Landschaftsarchitekturbüros. Und ich will noch voranstellen, Herr Drews, dass es sich hier um eine ämterübergreifende Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Stadtgrün, das das flächenverwaltende Amt an dieser Stelle ist, und das Amt für Kultur und Denkmalschutz, das inhaltlich mit der Vorbereitung der Gedenkstele befasst ist. Und Sie haben ja selber die Beschlusskontrolle vom 8. Januar 2024 zitiert und stellen darauf ab, dass es ja einen Präsenztermin am 12. Dezember 2023 gab. Das ist korrekt. Dort hat also das beauftragte Landschaftsarchitekturbüro den Entwurf vorgestellt in Anwesenheit von Initiativen aus der Zivilgesellschaft und Vertretern der Verwaltung, um dort die exakte Positionierung der erinnerungskulturellen Markierung, sprich der Stele, erreichen zu können. Ihre Formulierung, dass die Stele versteckt werden würde zwischen Büschen und Bänken und Mülleimern, kann verwaltungsseitig so nicht nachvollzogen werden, denn die Arbeitsgruppe, die sich dort getroffen hat, ist zu der Auffassung gelangt, dass diese Gedenktafel prominent in der Mittelachse des Marwa El-Shabini-Parks platziert sein wird. Sie sehen das ja gegenüber vom Eingang zum Landgericht, insofern gut sichtbar, und dass in dieser Arbeitsgruppe auch davon ausgegangen wurde, dass es ein angemessenes Gedenken und ein würdig gestaltetes Gedenken ist. Und die Menschen, die den Park besuchen oder das Gericht aufsuchen, auch dort die Inschrift auf dem der Stele dann lesen können werden. An dem Beratungstermin am 12. Dezember 2023 haben aus dem Bereich Zivilgesellschaft unter anderem teilgenommen der Stolpersteine e.V., der Ausländerrat e.V., der Initiativkreis Erinnern, Gedenken, Mahnen, und dort hat man sich gemeinsam für diesen Aufstellungsort entschieden. Und richtig ist zu Ihrer zweiten Frage, die Freifläche vor dem Landgericht wurde nach der Zerstörung 1945
der dort vormals befindlichen Häuser in die Gestaltung des historischen Sachsenplatzes integriert und ist insofern zu einem Bestandteil desselben geworden. Soweit die Einschätzung des zuständigen Amtes für Stadtgrün. Dieses Amt hat die Beschlussempfehlung des 2021 ergangenen Stadtratsbeschlusses zur Ehrung an Marwa El-Shabini durch die Sachgebiete Planung und Gartendenkmalpflege geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, ich zitiere, die Gartenanlage kann den Rahmen für einen würdigen Erinnerungsplatz bieten. Zur Errichtung der Stele am Lothringer Weg soll eine abschnittsweise Erneuerung auch der Rosenbeete erfolgen. Und man ist zu der Auffassung gelangt, dass eine Bürgerinformation sinnvoll und notwendig ist, eine Bürgerbeteiligung jeder falsche Erwartungen wecken würde. Und man hat sich ja dort eben auf die Initiativen beschränkt, die tatsächlich auch im Zusammenhang mit der Erinnerung an Marwa El-Shabini und ihre Ermordung stehen. So, Abstimmung zwischen Verwaltung und der Zivilgesellschaft bezüglich des Gesamtkonzeptes für die Gestaltung haben, wie dargestellt, stattgefunden und werden nun mit der Beteiligung des Beirates Erinnerungskulturen fortgesetzt. Mit einer Umsetzung des Beschlusspunktes 2, die Aufstellung der Gedenktafel, kann bis Jahresende 2024 gerechnet werden. Derzeit befindet sich der Entwurf der Stele noch in der Beratung. Am 26. März wurde dieser Entwurf bereits im Ausschuss für Kultur und Tourismus vorgestellt, dort positiv zur Kenntnis genommen. Eine weitere Befassung erfolgt dann in der nächsten Sitzung des Beirates Erinnerungskulturen am 22. Mai, in dem bekanntermaßen alle Fraktionen des Stadtrates vertreten sind, neben Institutionen aus Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Und sollte der Beirat Erinnerungskulturen dann in der Sitzung im Mai einen befürwortenden Beschluss für diesen gestalterischen Entwurf, wie Sie ihn hier sehen, fassen, dann soll der Auftrag zur Aufstellung ausgelöst werden. Und insofern können wir dann bis 1. Juli die Öffentlichkeit informieren. Und ich versuche nochmal die zweite Seite einzublenden. Hier sehen Sie nochmal ein Entwurf, wie die Gestaltung aussehen soll. Ich glaube, das kann jeder selber lesen, muss ich nicht vorlesen, was da draufsteht. Soweit. Ja, dann vielen Dank für die umfangreiche Antwort. Ich bin ja sehr froh, dass der Standort, der jetzt gefunden worden ist für die Stele, dann scheinbar doch nochmal ein anderes als der in der Beschlusskontrolle benannt wurde. Und ich würde zwar eigentlich sagen, der müsste am Eingang des Parks Richtung Straße stehen, aber wenn das da diese Einigung gab, ist das okay. Was ich tatsächlich nicht wirklich okay finde, ist die Entscheidung, die beschlossene, vom Kulturausschuss beschlossene Bürgerbeteiligung so federstrichartig mit machen wir nicht einfach abzulehnen und daraus nichts weiter folgen zu lassen. Da würde ich doch schon nochmal den Appell gern Richtung Grünflächenamt geben, da die Stadtratsbeschlüsse ernster zu nehmen. Herr Treves, das ist in Ordnung. Ich will an der Stelle abschließend darauf verweisen, es ist auch immer eine Ressourcenfrage, nämlich an Personal und auch Finanzressourcen, wie breit man eine Bürgerbeteiligung aufstellt. Und die Stadt hat sich eben an anderen Stellen dafür entschieden, breitere Beteiligungsprozesse aufzusetzen. In dem Fall hat man sich eben auf die inhaltlich im Zusammenhang stehenden Initiativen wie Ausländerrat und Gedenkkreis beschränkt. Danke. So, wir kommen zur nächsten Frage. Fraktion ist die FDP, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage bezieht sich auf die Parksituation im Umfeld des Krankenhauses Friedrichstadt. Beim Krankenhaus Friedrichstadt gibt es ja sehr viele Patientinnen und Patienten, die täglich dort anreisen für Untersuchungen, für Behandlungen. Manche von denen parken im Parkhaus Mitte, was etwas weiter weg ist. Einige sind allerdings auf kurze Fußwege angewiesen und nutzen den bewirtschafteten Parkraum zum Beispiel auf der Friedrichstraße. Und da habe ich gestern festgestellt, dass dort Bauarbeiten begonnen haben, beziehungsweise Parkflächen gesperrt wurden. Ein Blick in den Themenstadtplan hat zumindest gestern keine Aussage gebracht und deswegen habe ich folgende Fragen. Sind die Anwohner über die Baumaßnahmen, die Auswirkungen der Parksituation informiert? Ist seitens der Stadt geprüft worden, ob man während der Bauarbeiten, die ja laut Aussage auf den Schildern mindestens ein Jahr dauern sollen, ob es da Ausweichmöglichkeiten gibt? Und die zweite Frage ist, es ist ja geplant, ein Parkhaus zu errichten im Bereich der Schäferstraße. Wie da aktuell der Stand der Planung, beziehungsweise wann können wir damit rechnen, dass dieses Parkhaus vielleicht fertig ist und genutzt werden kann? Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Maloney, also bei der
von Ihnen beobachten Maßnahmen handelt es sich nicht um Verkehrsversuch. Nicht? Nein. Ich habe auch keine Farbeimer gesehen, deswegen. Genau. Sondern es ist eine Baumaßnahme im Auftrag des Klinikums. Insofern mussten dort auf einer Länge von etwa 60 Metern das Parken abgerundet werden. Es gibt dafür eine verkehrsrechtliche Anordnung, wie sich das gehört, und die besagt auch, dass die ausführende Baufirma die Anwohnerinnen und Anwohner, die betroffen sind und natürlich auch die Gewerbetreibenden dort rechtzeitig per Anwohnerinformationen zu informieren hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das auch erfolgt ist. Ersatzparkflächen im öffentlichen Verkehrsraum können wir an der Stelle nicht anbieten. Hinsichtlich des Parkhauses Schäferstraße, Ecke Beringstraße, was ja für die Klinikmitarbeiter insbesondere gedacht ist, aber auch insgesamt natürlich, um die Parkraumsituation zu entlasten. Hierzu gab es ja intensive Abstimmungen mit verschiedenen Ämtern der Stadtverwaltung. Die Planungen wurden auch in der Gestaltungskommission mehrfach vorgestellt und diskutiert. Und das im Ergebnis hat das Städtische Klinikum einen Antrag auf Bauvorbescheid gestellt bei der Landeshauptstadt, also beim Bauaufsichtsamt. Und der ist am 29. Januar positiv beschieden worden. Es geht ja darum, ein Parkhaus mit etwa 400 Stellplätzen zu errichten. Ich kann Ihnen jetzt aber nicht im Detail sagen, wie konkret das Klinikum die weitere Zeitkette für die Realisierung des Parkhauses vorgesehen hat. Da müssen wir gegebenenfalls nachreichen. Aber zumindest sind die planerischen Grundlagen gelegt. Also seitens der Stadtverwaltung liegen dem Bau dort keine Hürden mehr im Weg. Habe ich das richtig verstanden? Also die Genehmigungsfrage für das Parkhaus an der Stelle, die sehe ich für geklärt. Die größere Herausforderung, das kann ich jetzt schon mal sagen, mit Blick auf die Kollegin Kaufmann neben mir, ist die Finanzierung dieses Parkhausvorhabens. Das ist, glaube ich, jetzt die größere Hürde, die noch zu nehmen ist. Okay, vielen Dank für die Beantwortung. So, wir setzen fort mit der Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger. Herr Lippmann. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage bezieht sich auf zwei Sachverhalte. Wir haben kürzlich das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept vorgelegt bekommen. Und in diesem wird sehr ausführlich auf die kommunale Anpassung an die globale Klimaentwicklung eingegangen. Das entsprechende Klimaanpassungskonzept, so steht es drin im EEK, soll noch dieses Jahr vom Umweltamt fertiggestellt werden. Dort wird dann sicher sehr ausführlich über die Möglichkeiten der Abkühlung von Dresdnerinnen und Dresdnern die Rede sein bei entsprechenden Außentemperaturen. Gleichzeitig erreichte uns Dresdner Bürger die Information der Bäder GmbH, wonach der Öffnungszeitraum der beliebten Dresdner Freibäder, ich sage das ausdrücklich so, 300.000 Besucher können sich nicht irren im vergangenen Jahr, dass die Freizeitbäder, die Freibäder in Dresden in diesem Jahr drastisch eingeschränkt werden sollen in ihrer Öffnungszeit. So sollen neben dem Stauseebad Kossebaude auch die Freibäder Wostra und Kotta sowie das Waldbad Langebrück und das Luftbad Dölschen erst am 30. Mai ihre Pforten öffnen. Die Frage ist, wie geht das zusammen? Auf der einen Seite Überwärmung der Stadt und auf der anderen Seite reduzierte Öffnungszeiten in den Freibädern. Frage 2, das Stichwort Personal und fehlendes Geld ist hinreichend bekannt. Meine Frage geht in die Richtung, wie die Landeshauptstadt Ihrer Bäder GmbH diesbezüglich unter die Arme greifen kann. Wie kann dort geholfen werden, mit dem Ziel natürlich längere Öffnungszeiten zu ermöglichen? Die dritte Frage wäre, ob der Aufsichtsratsvorsitzende der Bäder GmbH die Möglichkeiten sieht, hier steuernd auf die Geschäftsleitung, auf den Betrieb der Bäder GmbH einzuwirken. So, dann lassen wir mal die Frage beantworten durch Kollegen Donhauser. Ja, lieber Klaus Lippmann, zu der ersten Frage hat sich die Bäder GmbH die Besucherzahlen der letzten 8 Jahre im Monat Mai genau angeschaut. Dabei hat sich gezeigt, dass im Mai wenig Resonanz bei den Besuchern aufgrund
von fehlender Wärme zu verzeichnen war. Und ich erlaube mir nochmal den Hinweis, in den nächsten 2 Wochen haben wir in der Wettervorhersage nicht mehr als 12 Grad vorausgesagt, sodass das, glaube ich, zurzeit überhaupt nicht ansteht, da etwas vorher zu öffnen, wie weit das mit dem besagten integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept aufgeht, können wir gerne dann diskutieren, wenn die Gremien sich damit befassen. Auf jeden Fall ist aber eins klar, die Bäder GmbH ist Bäder GmbH und entscheidet selber, und das beantwortet auch gleichzeitig die dritte Frage, inwieweit ich steuernd eingreifen kann. Da ist im Gesellschaftervertrag ganz klar geregelt, das gilt übrigens für alle Aufsichtsräte, was ein Aufsichtsrat machen kann und was er nicht machen kann. Und vornehmste Aufgabe eines Aufsichtsrates ist, beratend und überwachend tätig zu sein. Das heißt also nicht steuernd, und ich werde mich hüten, steuernd in das Geschäftsmodell der Bäder GmbH einzugreifen, weil dann sofort die Frage stellt, was ist mit der Wirtschaftlichkeit beziehungsweise mit dem Wirtschaftsplan dann. Und wir alle wissen um die finanzielle Situation. Wir wollen noch 3 weitere Schwimmhallen bauen. Und da denke ich, sollte man oder ist man gut beraten, auf das zu vertrauen, was die Bäder GmbH diesmal oder hier vorschlägt, dort auch sehr wirtschaftlich zu arbeiten, um nicht weitere finanzielle Mittel von der Stadt zu fordern. Das beantwortet gleichzeitig die 2. Frage. Mir ist nicht bekannt, dass der Geschäftsführer mich angesprochen hat, dass er mehr finanzielle Mittel braucht, um weitere Kräfte, Fachkräfte einzustellen. Im Gegenteil, hier gelten übrigens Öffnungszeiten, die im Tarifvertrag geregelt sind. Der Tarifvertrag gilt, TVÖD gilt auch für die Bäder GmbH, beziehungsweise es in Aussicht gestellt worden, sollte es die Witterung ermöglichen. Ausdrücklich der Begriff sollte, kann darauf reagiert werden, indem die Naturbäder Mockritz und Langebrück vielleicht dann doch eher geöffnet werden, aber ein generelles Vorziehen der Eröffnung der besagten Bäder ist nicht vorgesehen, und es bleibt dabei, dass wir also am 16. Mai das Georg-Arnold-Bad und das Kombibad Prolis öffnen. Soweit Nachfrage. Ja, vielen Dank, Herr Dönhauser, für die Beantwortung. Ich gehe davon aus, oder ich entnehme Ihrer Antwort, dass die Öffnung und Schließung der Bäder Geschäft der laufenden Verwaltung ist, also in dem Zuständigkeitsbereich des Geschäftsführers liegt. Geschäft der Bäder GmbH, nicht der Verwaltung. In Anführungszeichen. Also unterfällt dem Geschäftsführer, diese Entscheidung zu treffen. Genau. Okay. Die 2. Anmerkung, die ich mir gestatte, die Antwort ist natürlich nicht ganz zufriedenstellend, wenn wir jetzt den Dresdner Bürgerinnen und Bürgern, die angefragt haben, zurufen müssen: Geht ins Umland baden. Die Bäder im Umland unterliegen der gleichen oder liegen in der gleichen Klimazone, wohl auch in der gleichen Tarifzone, weil Sie die Tarife angesprochen haben. Und wenn man sich die Öffnungszeiten in Radeberg, in Ottendorf, Ockrilla, in Coswig zum Beispiel und vielleicht auch im Albert-Schwarz-Bad in Heidenau genau anguckt, die öffnen zum 1. oder spätestens zum 15. Mai, haben in den Ferien bis 20 Uhr geöffnet und planen bis Mitte September zu öffnen und haben gleichzeitig eine Flexibilisierung bei schlechtem Wetter mit eingebaut. Das ist vernünftig, aber es ist nicht nachvollziehbar, warum das in Dresden nicht hinzukriegen ist. Vielen Dank. Ich würde mal ganz kurz noch darauf antworten. Zum 1. öffnen am 16. Mai 2 Bäder. Es hat niemand gesagt, dass Dresdner und Dresdner ins Umland gehen sollen. Hat niemand gesagt, es öffnen 2 Bäder. Und zum 2., ich nehme das mal mit, ob die auch den TVÖD unterliegen, was Sie gerade gesagt haben im Umland. Die Bäder GmbH, und da sind wir wahrscheinlich fast alle einig hier, hat sich verpflichtet, den TVÖD auch umzusetzen. Da sind sie natürlich auch gehalten. Und wie gesagt, ich schaue mir das mal an, wie das im Umland aussieht. Wenn es auch so wäre, im Konjunktiv gesagt, dass die dem TVÖD unterliegen und das trotzdem so machen, können wir das mal uns mal anschauen.
Wenn nicht, sind das natürlich ganz andere Voraussetzungen, die es möglicherweise ermöglichen, dort andere Öffnungszeiten noch bereitzustellen. So, wir setzen fort mit der nächsten Fraktion, AfD-Fraktion, Herr Kilke. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Dresden diskutiert über den Verkehrsversuch am Blauen Wunder, Schillerplatz sowie an der Flügelwegbrücke. Bei beiden Versuchen wurden Staus prognostiziert. Bei beiden sind sie sogar noch schlimmer als befürchtet eingetreten. Nach einer Woche Chaos wird zumindest beim Blauen Wunder das Verkehrsversuch beendet. Nun zu meinen Fragen. Frage 1 spare ich, da Sie die Antwort bereits in Ihrem Bericht gebracht haben. Frage 2, der Verkehrsversuch am Blauen Wunder endet nun am 28. April. Wieso wurden die für die Fahrbahnmarkierungen zuständigen Firmen vertraglich nicht so gebunden, dass sie einen unmittelbaren Rückbau gewährleistet werden kann? Frage 3, welche wirtschaftlichen Schaden ist bei den Dresdner Verkehrsbetrieben durch den Verkehrsversuch entstanden bzw. wird noch entstehen bis zum 28. April? Frage 4, welche Erkenntnisse liegen aktuell zum Verkehrsversuch an der Flügelwegbrücke vor, die sowohl für als auch gegen die Fortsetzung des Verkehrsversuchs sprechen? Danke. Die Beantwortung übernimmt Kollege Kühn. Sehr geehrter Herr Gilke, zur Frage 2, die den Verkehrsversuch am Blauen Wunder betrifft. Im Rahmen der Planung und Ausschreibung der Leistungen für den Verkehrsversuch auf dem Blauen Wunder wurde der Rückbau der temporären Verkehrsführung mit den gebundenen Baufirmen vertraglich vereinbart. Die Ausführung der Demarkierung und Rückbauleistung erfordert jedoch einen zeitlichen organisatorischen Vorlauf. Das hat eins insbesondere damit zu tun, dass es eine Bereitstellung der erforderlichen Spezialgeräte braucht, zum Beispiel Wasserhochdruckfräsen einschließlich des Personals. Und zu den Randbedingungen gehört auch die Straßenverkehrsordnung, die nämlich vorsieht, dass eine Beantragung und Genehmigung der Arbeitsstelle im öffentlichen Verkehrsraum erforderlich ist. Das erklärt, warum auch in der verkehrsarmen Zeit am 28. die Arbeiten dann durchgeführt werden. Zu Ihrer dritten Frage. Bahnen und Busse werden innerstädtisch vielerorts punktuell behindert, sei es durch Baustellen oder durch Staus. Zu Ihrer vierten Frage, die bezieht sich auf den Verkehrsversuch Flügelweg Alt-Kotta. Da erinnere ich an den Stadtratsbeschluss vom 6. Juli 2023. Der ist Grundlage für den Verkehrsversuch. Titel des Stadtratsbeschlusses war Umgestaltung einer Fahrspur zur Umweltspur als befristeter Verkehrsversuch. Flügelweg zwischen südlichem Tunnelausfahrt und Raimundstraße in Alt-Kotta. Für diesen Verkehrsversuch mit der Umweltspur in Alt-Kotta gibt es ein Konzept fürs Monitoring. Auch hier gibt es ja eine Einschwingphase für so einen Verkehrsversuch. Die Erhebungen sind aktuell für die 20. Kalenderwoche vorgesehen. Mittels erster Reisezeitmessung der DVB-Busse ist absehbar, dass der Verkehrsversuch gute Aussichten auf das Erreichen der Ziele hat. Die aktuell auftretenden massiven Verspätungen der Linien 70 und 80 in den Morgenstunden sind auf Bauarbeiten an der Radeburger Straße und damit die damit verbundenen Staus und Verkehrsverlagerungen um Dresden-Norden zurückzuführen, also räumlich auf ein ganz anderes Gebiet. Diese Verspätungen bestehen seit Beginn der Baumaßnahme Mitte März und stehen in keinem Zusammenhang mit dem Verkehrsversuch. Gründe gegen die Fortführung des Verkehrsversuchs liegen demnach aktuell nicht vor. Der Verkehrsversuch wird also fortgeführt. Ich hätte eine Nachfrage. Und zwar den Schaden, der durch der DVB entsteht. Sie haben das jetzt allgemein mit Staus verglichen. Der ist allerdings deutlich anders zu bewerten als ein Standardstau, der so mal entstehen kann. Kann ich jetzt davon ausgehen, dass es der Verwaltung eigentlich egal ist, dass es der DVB jetzt Schaden entstanden ist? Kann ich Ihre Worte so interpretieren? Nein. Können Sie es auch begründen? Können Sie mal erklären, was Standardstau ist und was nicht Standardstau ist? Also Sie hatten vorhin gerade gesagt, dass es viele Staus gibt, auch durch Baustellen etc. pp. Die Verspätungen der DVB über diesen Verkehrsversuch sind doch erheblich gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Beispiele Sie mir bringen können, wo es eine solche markante Verspätung gegeben hat. Und da es keine Standardsituation ist, weil sie markant größer ist, entsteht doch ein Schaden. Darum hat der Oberbürgermeister sich ja zur Fortführung des Verkehrsversuchs geäußert. Und ich hatte nach der Summe des Schadens gefragt. Die kann ich Ihnen nicht beziffern. Danke.
So, meine Damen, meine Herren, dann machen wir weiter mit Bündnis 90 Die Grünen. Frau Filius-Jehne. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die aufgrund des Urteils des Bundessozialgerichtes notwendig gewordene Umwandlung von Honorarverträgen des Heinrich-Schütz-Konservatoriums Dresden in Festanstellungen bedeutet, wenn Sie, wie es die Vorlagen vorsehen, also die Vorlage auch der Gebührenerhöhung und die Vorlage der Umwandlung, wenn das budgetneutral erfolgen soll, dass ab dem kommenden Schuljahr 620 Jahreswochenstunden Unterricht nicht mehr abgedeckt werden können. Unsere Frage ist daher, was würde dies, und hier bitte ich wirklich um konkrete Beispiele, an Wegfall von Angeboten bedeuten und welche Vorschläge gibt es seitens der Verwaltung, wie sowohl kurzfristig wie auch langfristig das bisherige Angebot für die Schülerinnen und Schüler aufrechterhalten werden kann? Die Beantwortung übernimmt Kollegin Klepsch. Genau, naja, Frau Filius-Jehne, wenn eben aufgrund der fehlenden finanziellen Ressourcen im Eigenbetrieb Heinrich-Schütz-Konservatorium nicht alle derzeit durch Honorarlehrkräfte erteilten Stunden, das ist aktuell ein Wochenumfang von 1520 Stunden, in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umgewandelt werden können, dann wird es Einschränkungen im Unterrichtsangebot und im Profil des Heinrich-Schütz-Konservatoriums geben müssen, spätestens mit Beginn des neuen Schuljahres, weil die laufenden Honorarverträge ja zum 19. Juni diesen Jahres, sprich Schuljahresende, auslaufen. Die im Haushalt des Eigenbetriebs HSKD nicht vorhandene finanzielle Deckung von Personalkosten für die Wandlung der weiteren 620 Jahreswochenstunden von Honorarlehrkräften zieht eine Reduzierung von Angeboten in den Bereichen musikalische Breitenbildung und Musikpflege für Erwachsene nach sich. Es ist dann immer eine Frage auch der Prioritätensetzung. Was ist Kerngeschäft Musikschule? Was sind auch wünschenswerte, bildungspolitisch als notwendig erachtete weitere Angebote? Die sind ja in der Schulkonzeption, die der Stadtrat im vergangenen Jahr beschlossen, also bestätigt, zur Kenntnis genommen hat, auch dargelegt. Und insofern ist es auch eine Abwägung mit Blick auf die Fragen Kostendeckungsgrad und Erträge, die durch einzelne Angebote erzielt werden oder welche Aufwendung die in der Personalbesetzung nach sich ziehen. Und zur Disposition stehen aktuell die Kooperationsangebote mit Kindertageseinrichtungen und allgemeinbildenden Schulen, insofern sie nicht durch die Bildungseinrichtungen vollumfänglich hinsichtlich des Personalaufwandes finanziert werden können. Ja, das ist im Kita-Bereich, mit dem Eigenbetrieb Kita besser als im Bereich Ganztagsangebote an den Schulen, weil dort die Honorarsätze des GTA eben nicht ausreichen, die Personalkosten zu decken und wir im Moment dort noch Geld mitbringen als der Eigenbetrieb. So, das betrifft die Musikschützenangebote in Grundschulen, die bisher entgeltfrei sind. Dort ist es ja so, dass Musikpädagoginnen des HSKD in eine ganze Reihe von Grundschulen gehen. Erst vorgestern war im Kulturpalast das große Abschlusskonzert für dieses Schuljahr und das eben das erste Jahr in der ersten Klasse in den Musikschulen, Musikschützen in den Grundschulen entgeltfrei ist, damit erstmal jedes Kind eine Chance hat, eben an einem musikalischen Angebot teilzunehmen. Das würde dann wegfallen. Dann einzelne Ensemble, die aktuell von Honorarkräften geleitet werden, weil die nicht angestellt werden können. Das betrifft auch Ensemble für Erwachsene, es sei denn, man zieht die Entgelte dort nochmal so hoch, dass auch das kostendeckend ist. Es stehen zur Disposition die Organisation der Dresdner Schulkonzerte, die müsste man dann gegebenenfalls an eine andere Einrichtung andocken, aber auch das braucht Personalressource. Abgegeben werden müsste dann die Leitung und Geschäftsführung des Regionalausschusses Jugend musiziert, der die Vorstufe ist zum Landeswettbewerb und ein Bundeswettbewerb Jugend musiziert für sehr talentierte Kinder und Jugendliche. Es gäbe vorgesehen ist eine prozentuale Kürzung der Arbeit in allen Fachgruppen an der Musikschule, also die Zusammenhangstätigkeiten auch in den Fachbereichen und die interne Förderung für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler. So, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Hatten Sie die zweite Frage schon gestellt? Ja. Ja, gut. Danke.
Ja, was könnte man jetzt noch tun, wenn es eben nicht gelingt, zusätzlich aus dem städtischen Haushalt weitere Finanzen für den Eigenbetrieb zur Verfügung zu stellen, um das Angebot aufrechtzuerhalten? Das heißt, es gibt Überlegungen, unterjährig im nächsten Schuljahr nochmal eine erneute Entgelterhöhung vorzusehen. Ihnen ist ja eine Vorlage zugegangen, die zunächst eine außerplanmäßige, einmalige Entgelterhöhung im Umfang von 10% statt den regulären 2% vorsieht. Wir könnten dauerhaft die Satzung des Eigenbetriebs anpassen, dass die Entgelte für Schüler und Eltern jährlich um 3% erhöht werden und wie nicht jetzt laufend um 2% jährlich. Man könnte die hausinterne Förderung der besonders leistungsbegabten Schüler abschaffen und hätte mehr 30-minütigen Einzelunterricht. Man könnte noch in der Entgeltordnung, auch die liegt Ihnen ja gerade vor, die Ermäßigungsstruktur noch mal anpassen und die Ermäßigung beispielsweise für die Belegung mehrerer Fächer abschaffen. Es gibt ja auch einige Schülerinnen und Schüler, die eben nicht nur ein Instrument lernen, sondern ein Instrument und ein Zweitinstrument oder Instrument und dann eben noch Chor oder Tanzen belegen. Man könnte den Gruppenunterricht ausweiten, sprich weniger Einzelunterricht, mehr Kleingruppen in Zweier-, Dreier-, Vierergruppen, setzt aber voraus, dass auch das von Eltern gewünscht und akzeptiert wird. Man könnte einzelne Ensemble, es gibt ja so kleine, die Fiedelfüchse und die Fiedelmäuse und so weiter im Streicherbereich, die zusammenlegen, um Personalressource an Lehrkräften zu sparen. Ja, das sind so Maßnahmen. Ich würde an dieser Stelle zusagen, dass wir das bis zum der Befassung, Behandlung der Vorlage nächsten Dienstag im Kulturausschuss nochmal detailliert untersetzen. Das ist beauftragt, aber liegt mir die Zuarbeit der Eigenbetriebsleitung jetzt noch nicht vor. Vielen Dank, das wäre sonst meine Bitte gewesen. Wunderbar. Ich habe aber noch eine Nachfrage. Wir werden das Problem ja oder haben das ja jetzt nicht nur im HSKD, sondern werden es jetzt, also rein jetzt von den städtischen Einrichtungen her, auch mit der Jugendkunstschule haben. Wann kommt denn da die Vorlage? Ich hatte das ja im Finanzausschuss schon mal angesprochen, und da hieß es, dass das sei in Arbeit. Aber das wäre ja auch ganz wesentlich, weil die sind ja genauso, stehen sonst eigentlich nach den Schulferien vor dem Nichts, wenn das nicht geklärt ist. Ja, Sie sprechen das völlig zu Recht an. Bei der Jugendkunstschule ist es so, dass wir dort 38 Honorarlehrkräfte haben, die umgewandelt in Vollzeitäquivalente 15 Vollzeitstellen bedeuten würden. Dort gibt es auch bereits Feststellungsverfahren mit der Rentenversicherung. Das Personalamt, das ja dort zuständig ist als Querschnittsamt, hat sich dazu entschieden, dort in Widerspruch zu gehen, um das auch zu klären. Das führt aber im Betrieb der Jugendkunstschulen natürlich zu der Situation, dass man das nächste Schuljahr nicht planen kann, beziehungsweise nur mit den wenigen Festangestellten planen kann. Wir diskutieren aktuell, wie man einzelne Angebote trotzdem noch aufrechterhalten kann, also mit dem Bestandspersonal an Festangestellten, mit dem, was an Honorarkräften da ist und an Finanzen könnte man nach aktueller Rechnung 3,8 VZE schaffen, die dann weniger, also die ja noch Kurse abbringen, aber natürlich in deutlich geringerem inhaltlichen Umfang, weil das ja nicht alle Fachbereiche abdeckt. Es wird geprüft, ob man für die Bereiche Ferien doch in einzelne kurze Kurse doch Honorarkräfte beschäftigen kann. Das ist auch so ein bisschen eine rechtliche Betrachtung. Und es wird an einem Entwurf einer Vorlage gearbeitet. Es gibt dazu in der nächsten Woche noch einen Abstimmungstermin auch mit dem Personalamt. Und dann würden wir damit in den Geschäftsgang des zunächst des Oberbürgermeisters und dann des Stadtrates gehen. Also mit dem Ziel, dass wir noch vor der Sommerpause einen Vorlagenentwurf haben, der dann aber im Blick auf die Sitzungstermine und die Beratungsfolge dann erst wahrscheinlich nach der Sommerpause den Stadtrat erreichen wird. So, wir kommen zur nächsten Fragenfraktion. Das ist die CDU, Herr Böhm. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, wir kommen wieder zum beliebten Thema Straßen.
Die CDU-Fraktion hatte ja, oder der Stadtrat hatte ja auf Intention der CDU-Fraktion dem Straße- und Tiefbauamt 7,5 Millionen Euro für notleidende Straßen zur Verfügung gestellt, um dort mit einem wohlklingenden Schwarzdeckenprogramm dem Bürgermeister über die Straße zu helfen. Uns würde der aktuelle Umsetzungsstand interessieren und dabei vor allen Dingen interessieren, welche Straßen bislang saniert werden konnten und welche noch in der Sanierung harren. Und uns würde natürlich auch interessieren, im Hinblick auf das, was uns jetzt demnächst bevorsteht bei den Verhandlungen zum nächsten Doppelhaushalt, wie viele Gesamtmittel standen im aktuellen Haushalt für Straßensanierung und Instandhaltung zur Verfügung und mit was werden wir rechnen können für 2025 und 2026? Auch hier übernimmt der Baubürgermeister Kühn die Beantwortung. Ja, sehr geehrter Herr Böhm, seit 2023 wurden folgende notleidende Straßen aus dem sogenannten Schwarzdeckenprogramm saniert. Die Justinstraße, die Lennartstraße, der erste Teilabschnitt vom Lahmannring, Gustav-Merpitz-Straße, Miltitzer Straße, Kipsdorfer Straße, Lewicki-Straße, Steirische Straße, Schulze-Delitz-Straße, Töpler-Straße, Hürtenstraße, Burgstraße, Würzburger Straße, Stephanstraße, nicht nach mir benannt, erster Teilabschnitt, Kalberla-Straße, im Stützmauer und der Vogesenweg. Im Bau befinden sich, beziehungsweise werden dieses Jahr saniert, die Brückenstraße, Flensburger Straße, Gottfried-Keller-Straße, Oederaner Straße und Rokettstraße. Alle anderen, die Liste umfasst ja 34, glaube ich, Straßen, sind in der planerischen Vorbereitung. Ich würde die jetzt nie alle verlesen, aber Sie kennen ja das Programm, Sie haben es ja mit auf den Weg gebracht. Zu der Frage Teil 2, nämlich Straßensanierung und Instandhaltung. Also im Ergebnishaushalt ist es so, dass, und das ist ja die klassische Straßenunterhaltung, im Doppelhaushalt 23, 24, 10 Millionen zur Verfügung stehen. Der jährliche Bedarf, also für beide Jahre. Ne? Im Finanzhaushalt, also wo es um die Sanierung geht, wo dann eben solche Maßnahmen wie aus dem Schwarzdeckenprogramm realisiert wurden, hatten wir 4,5 Millionen in 23 und 7 Millionen in 2024 zur Verfügung. Die Haushaltsaufstellung für 25, 26 ist natürlich gerade noch im verwaltungsintern im Gange. Ich hatte ja gesagt, dass wir über eine Informationsvorlage eine Erhaltungsbedarfsprognose übermitteln wollen. Wenn es klappt, in der letzten Bauausschusssitzung Ende Mai. Wir haben in der Erhaltungsbedarfsanalyse einen jährlichen Unterhaltungsbedarf, das wäre dann eben für einen Ergebnishaushalt von 9 Millionen für die Straßeninfrastruktur gesehen oder sehen diesen auf Basis der Untersuchung. Und wie gesagt, die Details wird man dann im Rahmen einer Informationsvorlage dann im Ausschuss nochmal vorstellen. Haben Sie mir bitte eine Nachfrage, Herr Bürgermeister? Die allseits beliebte Kottmarstraße, die ja hier auch schon Gegenstand war im Ausschuss, ich glaube schon mehrfach, durch Bürgeranfragen, die habe ich jetzt nicht vernommen. Hat sich dort eine Lösung gefunden oder steht die in dem Bereich der dauerhaft notleidend bleibenden Straßen? Also ich trage natürlich persönlich Sorge, dass beim Thema Kottmarstraße diese nicht hinten runterfällt. Nein, also sie ist in Teil der Maßnahmen, die gerade planerisch vorbereitet werden. Wo ich jetzt gesagt habe, die lese ich jetzt nicht einfach alle vor, da ist die Kottmarstraße dabei und wahrscheinlich stehen Sie genauso mit dem gleichen Bürger, an den ich jetzt denke, im Austausch, der regelmäßig nachfragt und insofern ist es Teil des Schwarzdeckenprogramms und auch diese Straße wird gemäß des Stadtratsbeschlusses auch saniert und da laufen die planerischen Arbeiten Richtung 2025, 2026. Ne? Danke. So, wir setzen fort mit Fraktion Die Linke, Herr Kiesling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister und das Team Hilbert, was ich jetzt da vorne sitzen sehe, wie Sie es genannt haben. Vor einiger Zeit hat der Stadtrat die Neuausschreibung der City-Möblierung der Fahrgastunterstände
beschlossen und auch deren kompletten Austausch. Das ist jetzt schon eine Weile her. Die Firma Wall hat gewonnen, jedenfalls in diesem Los. Und mich würde interessieren, erstens, wie viele Fahrgastunterstände wurden seitdem ausgetauscht? Zweitens, in den Beschlusskontrollen zu diesem Beschluss gibt es einen interessanten Punkt, der heißt, für einige der Haltestellen Verschiebung der Umbaumaßnahmen für wenige Haltestellen hinter den allgemeinen Zieltermin Sommer 24 in den Sperrschatten geplanter Baumaßnahmen der DVB und des Straßen- und Tiefbauamtes mit dem Ziel der Kostenminimierung. Wie viele werden hinter diesen allgemeinen Zieltermin 2024 geschoben? Mich interessiert, wie denn die mit dem Beschluss der Neuausschreibung vom Stadtrat erhofften Einnahmeerwartungen erfüllt sind seitdem. Und ein sehr wichtiger Punkt für mich, zum Zeitpunkt des Beschlusses im Stadtrat sind wir davon ausgegangen, dass Kosten hier keine entstehen, sondern Wall diese Umtausch komplett auf Eigenrechnung durchführt. Bis auf einige wenige Ausnahmen, die waren bekannt, irgendwelche Geländer, Papierkörbe etc., die aus rechtlichen Gründen bei uns bleiben. Und ich möchte wissen, Herr Hilbert, können Sie ausschließen, dass bei der Erneuerung der Fahrgastunterstände Kosten, die zum Zeitpunkt der Vergabe noch nicht erwartet waren, entstanden sind und die nicht durch Wall getragen werden, sondern zulasten der Landeshauptstadt und der Verkehrsbetriebe gehen sollen? Auch hier übernimmt die Beantwortung Herr Kollege Kühn. Ja, sehr geehrter Herr Kiesling, zu der ersten Frage, wie viele Fahrgastunterstände sind bisher ausgetauscht worden? Das sind im Rahmen laufender Baumaßnahmen 7 Stück gewesen. Zu der zweiten Frage, wir planen im Jahr 2024 mit laufenden Baumaßnahmen, also 58 Fahrgastunterstände innerhalb dieser Sperrschatten auszutauschen, sodass es eben, wie Sie es schon angesprochen haben, keine zusätzlichen Einschränkungen, insbesondere im Verkehr der Dresdner Verkehrsbetriebe gibt. Hinsichtlich der dritten Frage, was die Einnahmeerwartung angeht, so muss ich Sie noch vertrösten, weil wir gerade auch bei der Prüfung des ersten Abrechnungszyklus aus 2023 sind und da jetzt noch keine abschließenden Zahlen haben und ich auch jetzt auf dieser Grundlage noch nicht prognostizieren kann, wie es 2024 aussieht. Und zu der vierten Frage kann ich nochmal sagen, dass Vertragsgegenstand ist die Kostenübernahme für den Austausch der Fahrgastunterstände durch die Firma Wall. Und somit also jetzt auch nicht, wie Sie es ebenfalls angesprochen haben, Papierkörbe, Spritzschutzgeländer und so weiter und so fort. Sie gestatten dann konkretisierende Nachfragen. Das heißt, von den 860 Fahrgastunterständen sind gegenwärtig 7 ausgetauscht und es gibt in der Beschlusskontrolle das Wort allgemeiner Zieltermin Sommer 24. Das ist jetzt wohl nicht mehr zu erreichen, das sind dann 60 danach geschoben und der Rest wartet. Ja, das will ich nochmal rückfragen, ob das richtig ist. Das heißt, wir haben 800, für die noch nichts geplant ist. Und die zweite Frage, die bezog sich darauf, ob zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unbekannte Kosten aufgetreten sind, bei denen jetzt nicht klar ist, ob sie auf die Stadt oder auf Wall zukommen. Kann das sein oder können Sie das ausschließen? Die zweite Frage kann ich im Nachgang nochmal schriftlich nachreichen. Zu der ersten Frage, die bezog sich ja sozusagen auf Baumaßnahmen, laufende Baumaßnahmen, in dem Zusammenhang eben die Fahrgastunterstände ausgetauscht wurden. Das war beispielsweise am Pirnaschen Platz der Fall. Ansonsten gibt es ja intensive Abstimmungen mit der Firma Wall hinsichtlich der Bauanträge, die dafür notwendig sind. Ich hatte Ihre Frage so verstanden, dass sich das auf die im Laufe des Betriebs befindlichen, also im laufenden Straßen- oder Baumaßnahmen ausgetauschten Fahrgastunterstände bezieht. Ansonsten verweise ich in der Tat auf die Anfrage, beziehungsweise nicht die Anfrage, sondern die Beschlusskontrolle, die Ihnen vorliegt. Und es ist richtig so, dass ich nicht davon ausgehe, dass wir bis Sommer 24 alle 58 Fahrgastunterstände ausgetauscht haben. Das ist nicht zu schaffen. Dafür liegen uns auch von der Firma Wall auch noch gar nicht genug entsprechende Bauanträge vor, um das zu bewerkstelligen. Und Sie haben ja mit der zweiten Frage auch deutlich gemacht, oder ich habe sie auch entsprechend beantwortet, dass wir versuchen,
den Austausch der Fahrgastunterstände in laufende Baumaßnahmen zu integrieren, um eben nicht noch mehr Baustellen und Sperrungen und damit natürlich, sagen wir mal, Einträchtigungen für die Fahrgäste zu verursachen. So, und damit kommen wir zum Abschluss der Fragestunde und der Fragerunde. Und für die Fraktionslosen darf das heute Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Herr Oberbürgermeister, Sie haben entschieden, den Verkehrsversuch am Blauen Wunder zum 28. April abzubrechen. Damit steht ein fachlich seriöser Auswertungszeitraum nicht mehr zur Verfügung. Dennoch frage ich Sie, wie haben sich die Mengen des motorisierten Individualverkehrs sowie des Radverkehrs zwischen Körnerplatz und Schillerplatz jeweils in den Tagen seit dem 8. April 2024 jeweils um 6 Uhr, 8 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 18 Uhr und 20 Uhr im Vergleich zu den Tagen und jeweiligen Stunden nach dem 8. April 2023 entwickelt? Ich bitte um mündliche und schriftliche Beantwortung. Erstens hatte ich eingangs schon gesagt, dass sehr wohl eine Auswertung des Versuchs entsprechend realisiert wird, dass Sie ja auch die Anhörung zu dem Thema machen, dass jetzt die externe Bewertung in diesen Tagen die Evaluation erfolgt. Alle diese Thematiken werden einfließen, aber zu den konkreten Fragen der Uhrzeiten. Es steht Kollege Kühn mit der Stoppuhr daneben und zählt fleißig und erzählt Ihnen jetzt die Zahlen. Ja, sehr geehrter Lichti, zunächst ist es so, dass wir innerhalb der betrachteten Tage in der ersten Woche des Verkehrsversuches gegenüber dem Verkehr im Durchschnitt des Jahres 2023 einen Rückgang um 4,5% verzeichnet haben. Wir haben allerdings sozusagen keine Pegelzählstelle für den Radverkehr, sondern nur für den Kfz-Verkehr. Insofern liegen die Daten noch nicht vor. Die Pegelzählstelle auf der Loschwitzer Brücke, die den Kfz-Verkehr inklusive Linienbussen Richtung Schillerplatz auf der Brücke über eine Zählstreife erfasst, da habe ich eine schöne Tabelle, die würde ich Ihnen jetzt einfach in der Hand drücken und darauf verzichten, die zu verlesen. Und ansonsten, der Oberbürgermeister hat es ja gerade gesagt, in der 16. Woche, das ist diese Woche und auch in der nächsten, werden ja umfangreiche Zählungen einzelner Ströme und Verkehrsmittel durchgeführt durch ein Ingenieurbüro und diese dann mit eben den Vorjahrzuständen 2018 und 2022 auch ausgewertet. Die Daten liegen natürlich leider jetzt noch nicht vor, aber wir haben ja eine öffentliche Anhörung des Bauausschusses am 2. Mai. Und dort werden diese Daten vorliegen und werden natürlich entsprechend vorgestellt und dann diskutiert werden können. Vielen Dank für die Nachfrage. Der heutigen Sächsischen Zeitung war zu entnehmen, dass es interne Auswertungen aus Ihrem Fachbereich, Herr Kühn, gäbe, die einen Abbruch nicht gerechtfertigt hätten. Entspricht diese Presseberichterstattung der Wahrheit? Was können Sie dazu sagen? Wir haben uns die Ergebnisse der ersten Woche angesehen. Wie gesagt, ab dieser Woche sind die Detailuntersuchungen erst beginnend durch das Ingenieurbüro. Aber wie der Oberbürgermeister schon ausgeführt hat, gab es ja an mehreren Tagen, insbesondere an den Montagen, erhebliche Verspätungen, die überhalb auch der Simulationswerte lagen. An anderen Tagen der Woche war das nicht so Fall. Insofern gab es ein gemischtes Ergebnis in der Einschwingphase. Und wir werden jetzt ja nach Daten, wie ich schon sagte, in dieser und der nächsten Woche erheben, bis zum 28. und dann am 2., soweit die Daten dann eben schon aggregiert sind, sie dann auch in der entsprechenden Anhörung vorstellen können. Die Daten, die ich in der Dienstberatung gezeigt habe, hatten aber jetzt auch nur den Fokus unmittelbar auf die Brücke und der Oberbürgermeister ist ja auch darauf eingegangen, dass es ja auch weitergehende Auswirkungen auf das Verkehrsnetz hat und auch dazu gibt es entsprechende Bewertungen und auch das werden wir auch in der entsprechenden öffentlichen Anhörung dann nochmal vertiefen können.
Habe ich Sie also richtig verstanden? Nur an dem Eingangsmontag und an dem Montag drauf waren also die Werte über dem von der Verwaltung im Vorhinein als zulässigen Korridor betrachteten Werten, an den anderen Wochentagen aber nicht. Das Bild war differenziert. Wir haben ja in der Simulation gesagt, also Stau gibt es ja in der Spitzenstunde früh immer. Insofern haben wir ja das Simulationsergebnis uns genau angeguckt, was er gesagt hat, durch den Verkehrsversuch in der Simulation sind es 12 Minuten in der Morgenstunde, in der Morgenspitze. Und die anderen Tage haben, ich sage jetzt mal, an diesen 12-Minuten-Wert gekratzt. Wir haben also dort auch Verspätungen additiv gehabt zu den sowieso Verspätungen, die wir ja auch vor dem Verkehrsversuch hatten, von über 10 Minuten. Und das Gesamtbild und der Trend über die gesamte Woche bis einschließlich sozusagen des Montags dieser Woche war eben nicht der Trend, der gewünscht war im Blick auf die Ziele des Verkehrsversuchs. Danke. So, meine Damen und Herren, damit sind wir durch die Fragestunde durch und steigen ein in die nächste.